Es herrscht Krieg in Amerika zwischen den Stars und den Paparazzi. Rund um die Uhr werden Paris Hilton, Britney Spears und andere Prominente von Fotografen verfolgt. Doch jetzt schlagen die Stars zurück und streiten vor Gericht für ihre Rechte. Eine davon ist Nicole Kidman. Die wurde in New York von einem Paparazzo auf einem Fahrrad umgefahren. Sie trug kleinere Blessuren davon. Die Schauspielerin will den Fotografen jetzt anzeigen. Sie hatte damit in der Vergangenheit schon Erfolg. Nicole Richie. 2009 erwirkte sie eine einstweilige Verfügung gegen zwei besonders aufdringliche Paparazzi, Eduardo Arrivebene und Yvonne Miguel. Die beiden Fotografen hatten einen Autounfall mit Richie verursacht. Nach dem Urteil der Richter müssen die Paparazzi nun einen Abstand von 90 Metern zu Richie und ihren beiden Kindern einhalten. Zu offenen Auseinandersetzungen kam es zwischen den Surferfreunden von Matthew McConaughey und einer Gruppe Paparazzi. Die gingen mit Stativen auf die aufgebrachten Surfer los. Auch Stars wie Halle Berry und Jennifer Garner kämpften für Gesetze, die zumindest ihre Kinder vor dem unangenehmen Blitzlichtgewitter schützen sollen.